Axelus sucht den Supertrader und damit herzlich willkommen in unserem Finale. Weil im Finale befinden sich ja nur noch zwei Spielteilnehmer von ursprünglich 8. Ja, und das ist auf der einen Seite die Nicole, auf der anderen Seite der Jürgen. Die haben letzte Woche dementsprechend mal wieder 6 Scheine bekommen. Das heißt 3 Long- und 3 Short-Scheine und die natürlich von unserem Partner, dem Broker IG. Ja, letzte Woche hat sich dann, die Nicole durfte anfangen, Nicole entschieden für einen Short Knockout-Zertifikat auf Pfizer mit dem Hebel 4 und der Jürgen hat sich ausgesucht ein Long Knockout-Zertifikat auf Snap mit dem Hebel 4. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Oh, oh, knappe Angelegenheit, muss man sagen, knappe Angelegenheit. Aber der Jürgen liegt vorne mit ein paar Prozentpunkten. Ja, und da muss man ganz klar sagen, es geht natürlich jetzt in die nächste Runde. Also 1:0 für Jürgen. Ja, und dann begrüße ich direkt mal meine zwei Mitspieler, Jürgen und Nicole. Servus zusammen, ihr zwei. Das war knapp, Nicole, muss man fairerweise sagen. Hat der Jürgen ein bisschen besseren Riecher gehabt, gell? Diesmal war es knapp, aber ich habe mir fest vorgenommen, die nächste Runde will ich gewinnen. Ja, man muss ja eins sagen, Mick, muss ja eins sagen, bis Mittwochmittag sah das ja alles noch nach einer klaren Angelegenheit aus, aber dann kam Pfizer um die Ecke und hat es nochmal spannend gemacht. Ja? Also auf jeden Fall muss man ja eins sagen, wir beide haben die mit Abstand besten Scheine uns rausgepickt, ja, gutes Näschen bewiesen und natürlich am Ende ist es ja auch immer ein bisschen das Quäntchen Glück für den einen oder für den anderen. Aber 32% respektive knapp 30%, das ist schon Liga, muss ich sagen. Also da habt ihr wirklich die besseren Scheine rausgesucht. Und es geht ja jetzt dann schon in die nächste Runde. Und da haben wir wieder 3 Short- und 3 Long-Zertifikate, Knockout-Zertifikate von unserem Partner, dem Brokerhaus IG, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich stelle sie ganz kurz vor und dann habt ihr natürlich mal wieder die Wahl der Qual. Im Long-Bereich haben wir 3 Zertifikate, Knockout-Zertifikate. Das erste ist auf Apple mit dem Hebel 5. Das zweite ist der Nasdaq 100 mit dem Hebel 10. Und das dritte Long-Knockout-Zertifikat ist auf Nike, auch mit dem Hebel 5. Im Short-Bereich haben wir 3 K.O.-Knockout-Zertifikate. 1 auf den Bitcoin mit dem Hebel 5. Auf Gold mit dem Hebel 7 und ja, die Ölsorte WTI haben wir auch ein Short-Knockout-Zertifikat mit dem Hebel 6. So, und jetzt dürft ihr zwei beginnen. Jürgen, bist du Gentleman? Ja. Heute nicht. Mick, ich will gewinnen. Das ist recht, das ist recht. Das sind die Boxhandschuhe, haben wir angelegt. Ja, gut. Ich gehe nämlich heute taktisch vor. Meine Entscheidung kommt nämlich heute erst nach dem Jürgen, seine Entscheidung. Okay. Aber ein Wort noch mal zu der Runde. Ja. Ich meine, darum geht es uns ja immer. Es gibt ja auch manche so Kommentare, Mensch, dass ihr da so Hebelscheine, so spielt, das ist doch kein Spiel. Wir wollen ja zeigen, was geht. Und ich glaube, gerade mit unseren beiden Scheinen jetzt in der Runde 1 haben wir eben gezeigt, was wirklich möglich ist in einer Woche. Ja, eine Woche, das muss man sich vorstellen. Ja, also von daher ist das eine Option, die wir ja dann auch in dem nächsten Jahr auch fachlich bekleiden werden, ja, mit Videos, mit Webinaren, wo wir wirklich dieses Thema auch in Sachen Absicherung und alles hier wieder auf die Axelus bringen werden. Darum geht es ja. Hier ist es ein Spiel, ja, und natürlich würde keiner von uns nur fix für eine Woche so einen Schein handeln. Vielleicht hält er einen Tag, vielleicht aber auch 4 Wochen. Ja, das muss man dazu sagen. Jetzt geht es natürlich darum, ich muss mir einen Schein suchen. Richtig. Bis nächste Woche Donnerstag. So. Ja, und das ist natürlich schwierig. Wenn ich mir die Short-Seite anschaue, ja, Bitcoin-Short, ja, boah, das ist so eine Volatilität in dem Bitcoin. Das kann sein, die Kate dreht irgendwie morgen ein Video und da schießt es wieder hoch, ja. Und das ist mir zu risikoreich, ja. Also, Öl-Short,
Also ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt den Weltklimakonferenz gehabt. Ja, also da haben die Erdöl exportierenden Länder nochmal auch die Boxhandschuhe angezogen. Ja, also es wird weiterhin Öl verbraucht. Die OPEC kann wieder nächste Woche kommen und sagen, wir drosseln die Fördermengen, da geht der Preis wieder hoch. Also auch Wabank, Glücksspiel. Ja. Ja. Dann haben wir noch auf der Short-Seite, was war das noch? Gold haben wir noch. Gold, ja, ja gut. Ja. Wir sehen das ja auch. Aber ne? Mit also dem Hebel 7 dann auch. Ja, wir haben eine schöne Welle nach oben, jetzt haben wir eine schöne Welle. Eigentlich, wenn ich als technischer Analyst, ja, würde ich sagen, aufgedoppt auf dem Trendkanal, dann geht es wieder nach oben, würde ich eher sogar long gehen, also auf keinen Fall short. So, also, bleibt die Qual der Wahl, wir haben nur noch Long-Papiere. So, ja. Jetzt habe ich schon letzte Woche gesagt, ich gehe ja davon aus, bis Mitte Dezember, dass der Markt sich gut entwickelt. Deswegen war ich ja long bei Snap. Und dass danach oft eine Konsolidierung kommt. Jetzt fällt natürlich Weihnachten, Heiligabend auf den Sonntag. Ja, da haben wir nächste Woche ja natürlich noch eine aktive Woche, wo es durchaus sein kann, dass auch noch gekauft wird. Ja. Und wenn es anders kommt, ja, dann bin ich mit den Short-Papieren, habe ich keine Alternative, ja. Also da habe ich nichts da. Also bleibe ich long und suche mir einen Titel aus, den ich für sehr, sehr interessant halte. Da würde ich sogar auf Sicht von 2-3 Monaten so einen Schein kaufen, wenn ich das machen würde, weil ich glaube, da ist noch viel, viel drin. Kurzfristig natürlich haben wir hier noch Platz ein bisschen nach oben, bis zu den Jahreshochs, ja. Und zwar bei Nike. Ja, aktuell ein sehr starkes Momentum, ja auch bei Adidas Sportartikelaktien, die hatten ja ordentlich Schwierigkeiten, jetzt geht's wieder nach oben und ich glaube so, diese Lücke da oben, die können wir durchaus noch schließen, vielleicht eben auch in der nächsten Woche und das halte ich für sehr, sehr stabil und ich könnte mir sogar vorstellen, für den Fall, dass es ein bisschen langweilige Woche wird, dass es da trotzdem mit Nike noch ein bisschen nach oben geht. Also eine Empfehlung, wenn ich jetzt spekulativ empfehlen würde, kauft das Ding auf Sicht von 2 Monaten. Ja, aber ich habe jetzt nur eine Woche Zeit und hoffe halt, dass das da gut für mich ausgeht. Gut, also Jürgen, buchen wir dementsprechend dann halt eben ein, den Shine Long Knockout Zertifikat auf Nike mit dem Hebel 5. Ja, Nicole, wie ist deine Meinung zu den 6 Papieren, 3 Long, 3 Short? Ja, ich sehe das ähnlich wie der Jürgen auf der Short-Seite. Ist mir alles ein bisschen zu spekulativ, wobei ich ja mal Lust hätte, den Bitcoin auch zu shorten. Habe ich erst überlegt, aber ich wollte ja heute taktisch vorgehen und habe mal gewartet, was der Jürgen nimmt. Und ich habe gehofft, dass er die Nike oder die Apple Long nimmt. Die haben ja beide Hebel 5. Ich will ja auf keinen Fall verlieren, ich will eher gewinnen. Und Nasdaq Hebel 10 ist mir dann fast schon ein bisschen too much, aber ich würde... Wenn Jürgen Nike Hebel 5 nimmt, nehme ich doch Apple Hebel 5. Okay. Und dann schauen wir mal, welches sich besser entwickelt im Long-Bereich. Also Mick, du siehst schon, die Nicole ist einfach so eine kleine Füchsin. Ja, 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 die brennt. Wenn wir den Lederfuchs hätten, würde ich dir den jetzt schon überreichen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also interessante Wahl. Ihr bleibt beide long. Ihr bleibt leider long bei K.O.-Zertifikaten, Knockout-Zertifikaten. Der Jürgen auf Nike mit dem Hebel 5. Ja, und die Nicole auf Apple mit dem Hebel 5. Sind interessante Scheine, muss ich sagen. Danke an unseren Partner IG, dem Brokerhaus hier. Und da kann man sich, wenn Sie das wollen, unter dem Video ist ein Link, kann man sich den Newsletter bestellen. Dann bekommen auch Sie jeden Tag diese Trading-Signale von Salah Eddin Boubidi oder halt eben von Christian Henke. Also spannende Angelegenheit für alle die, die natürlich mit Zertifikaten, mit Hebelpapieren umgehen wollen. Und wie der Jürgen das so schön gesagt hat, im nächsten Jahr werden wir uns dieser Thematik auch noch ein bisschen mehr öffnen. In diesem Sinne darf ich für heute Danke sagen. Ja, ich wünsche euch beiden natürlich mal wieder viel Glück. Eine Woche lang läuft das Spiel und wir werden dann natürlich zeitnah nächste Woche über das Ergebnis berichten. In diesem Sinne wünsche ich euch beiden natürlich wieder beide Daumen hoch.